In der Mitte, willst du nicht in der Mitte? So, könnt ihr mir. Toni, erzähl mal, was heute los ist hier. Ja, mein guter Freund hier, Tim. Wir haben uns mal nach langer Zeit wiedergesehen. Die letzten zwei Wochen haben wir schon mal getroffen. Dann haben wir einfach mal mit seinen Freunden einfach mal ein Treffen hier veranstalten. Was heißt veranstalten? Wir treffen uns einfach unter uns Freunden und mehr ist es nicht. Also wie liebe wieder, macht euch keine Sorgen. Wir sind alle ganz harmlos und alles ganz easy. Ne? Tim, kannst du denn kannst du den Wirbel hier verstehen, der hier gemacht wird? Also ich kann den Wirbel überhaupt nicht verstehen, weil zum einen ist das eine private Veranstaltung und zum anderen kann ich den Wirbel auch dahingehend überhaupt gar nicht verstehen, weil ich denke mal, die ganzen eingesetzten Polizeibeamten werden ja sicherlich woanders dringender benötigt als bei 25 jungen Männern, die hier irgendwie gemeinsam und privat zusammenkommen. Mhm. Du hast mitbekommen, hier stehen über 40 Polizeibeamte in ganz wie verteilt am Eingang. Von wie wenn die Leute kontrolliert mit MPs und ist schon heftig, wenn man das so sieht. Also ich finde es absolut maßlos überzogen und bin das allerdings, oder wir sind das allerdings auch gewohnt, man macht sich da mit der Zeit auch eher lustig drüber, also jetzt innerlich, weil wie ich eben schon gesagt habe, die ganzen Ressourcen sind ja woanders im Land deutlich dringender benötigt als jetzt hier bei uns. Ne? In Berg Neustadt war vor ein paar Wochen, waren die Osmanen-Germanen da aufgelaufen. Jetzt wird erzählt, dass ihr hier reingekommen seid, um das Gebiet zu übernehmen. Das kannst du ja nicht bestätigen. Ne? Nicht bestätigen. Ich könnte da, wenn ich, da kann ich nur laut drüber lachen. Also nochmal, es ist ja eine private Veranstaltung. Wir distanzieren uns auch öffentlich von allen anderen Gruppierungen. Wir haben mit denen nichts zu tun, weder freundschaftlich noch feindlich. Wir machen unser Ding. Und es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen anderen Gruppierungen oder sonst was zu tun. Wir verzichten auch auf irgendwelche Machtdemonstrationen, dass wir uns in der Öffentlichkeit hier sehen wollen oder zeigen wollen. Also ganz und gar nicht. Weiß ich entschieden im Namen des ganzen Clubs von uns. Toni, wir haben gesehen, auf deiner Facebook-Seite war das Foto vom Tim veröffentlicht und die Polizei hatte anscheinend deswegen höchste Alarmbereitschaft, weil ihr euch kennt. Was sagst du denn dazu? Mag vielleicht sein, aber ich stehe einfach dahinter, was der Tim postet, seine Texte etc., seine Einstellung zu gewissen Situationen und da stehe ich auch hinter und wir sind gute Freunde und ich habe auch nichts weiter dabei gedacht, weil wir sind halt Freunde, mehr nicht, oder? So sieht's aus. So, warum soll ich mich mit Freunden treffen, nur weil er jetzt den Brother Club angehört oder da ist der Kuckuck was alles, was man da macht, machen die hier so einen Wickel hier, also das ist wirklich total übertrieben. Mhm. Ja? Vielen Dank.